So, hallo, willkommen zurück. Ja, wo fangen wir an? Wie ihr in meiner alten Let's Play Minecraft Playlist in der letzten Folge erfahren könnt oder konntet, hatte ich ein gewaltiges Problem, was mich dann letztendlich dazu bewogen hat, das Let's Play abzubrechen und einfach nochmal von vorne zu beginnen. Diesmal lückenlos. Und aus diesem Grund beschließe ich mich eben jetzt dazu, komplett nochmal anzufangen. Ich werde hier eine neue Welt erstellen und ich habe mich entschlossen, keinen Seed einzugeben. Lassen wir uns überraschen, was passiert. Gehen wir hier mal ein. Genau. Aber noch neu dahinter. Genau. Spielmodus überleben. Weltoptionen bleiben, wie ihr seht. Strukturen generieren an. Welttyp Standard. Kein Seed. Und dann erstellen wir einfach mal diese neue Welt und schauen wir mal, was wir bekommen. Überraschung, Überraschung. Ich hoffe ja insgeheim, dass es eine gute Welt wird. Schnee. Ja, ist ja jetzt im Februar noch nicht so selten. Bäume. Sand. Gut. War falsche Taste. Schauen wir mal. Wollen wir ins Eiswasser springen, würde ich sagen. Springen wir mal rein hier. Holla, juppa. Ach ja, das ist ja Eis. Da kann ich ja drüber gehen und bin nicht doof. Ich hüpfe drüber. Ich habe mich voll auf Schwimmen vorbereitet. Meine Miezen machen hier gerade voll den Krach hier. Ruhe, hey. Oh ja, das ist mal genial. Neue Welt und gleich so eine tolle Welt. Das gefällt mir. Und ich habe wirklich kein Seed genommen. Wie ihr ja gesehen habt, bin ich jetzt doof. Man sieht's ja, kann ja gar keine Welt irgendwie so fälschen. Ich habe jetzt auch nicht irgendwo 25 Aufnahmen gemacht, bis ich eine Welt hatte, die mir gefällt, sondern ich habe gleich, nachdem ich beschlossen habe, neu anzufangen, mit der Produktion dieses Videos begonnen. Und ich muss sagen, es gefällt mir, was ich hier sehe. Schade, dass es so viel Schnee ist. Ich möchte ungern direkt im Schnee bauen, aber ich habe gemeint, gesehen zu haben, dass da hinten der Schnee aufhört. Auf alle Fälle gehen wir mal zu den Bäumen, weil wenn wir beginnen wollen, brauchen wir Holz. So viel ist klar. So, nee, es war nicht schön. Es hat mich ja schon geärgert, dass mir zwei Folgen fehlten. Jetzt muss ich nur mal hier ganz kurz schauen. Friedlich, lass mir jetzt mal ganz kurz einen Moment drinnen. Nee, wie gesagt, es hat mich ja schon geärgert, dass hier Folgen fehlten, aber ich wollte trotzdem nicht abbrechen. Aber jetzt, nach dem ganzen Hin und Her, habe ich gesagt, nee, also das macht keinen Sinn. Das geht einfach nicht. Ein Let's Play soll lückenlos sein und nochmal eine Lücke drin zu haben, das sehe ich nicht ein. Das ist nicht in Ordnung. Das möchte ich nicht. Und deswegen neuer Anfang. Wow! Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Wow, Glückstreffer, gefällt mir, sieht gut aus. Braune Schafe, weiße Schafe, ja, perfekt. Gut, dann holz mir jetzt hier mal ein bisschen Holz ab, damit wir schon mal beginnen können hier. Ja, gefällt mir, ist ein guter Treffer, muss ich schon sagen, guter Treffer. Dann hauen wir jetzt hier mal Holz weg, damit wir ein bisschen Holz haben. Ich hoffe jetzt, dass man in der Aufnahme meine Katzen nicht hört, weil der eine hat die ganze Nacht draußen verbracht, dann bin ich in die Arbeit gefahren, hat den ganzen Tag über auch draußen verbracht und jetzt beschwert er sich natürlich, Frauchen, du hast mich nicht reingelassen und meint, er muss mir jetzt hier die Hucke vollmaunzen. Ist ärgerlich während der Aufnahme, aber ich denke nicht, dass man es hört. Jetzt hat er sowieso Ruhe gegeben. Ich glaube, er hat aufgegeben. Perfekt. Nee, für mich hält jetzt hier nichts ab, hier eine neue Let's Play-Folge zu produzieren. Hab zwar wenige Abonnenten, aber ich bekomme immer wieder gutes Feedback. Das freut mich sehr. Ist zwar schade, dass immer wieder noch ein paar Dislikes reinkommen, ohne einen Kommentar, weswegen. Aber gut, das lässt sich nicht verhindern. Ich kann nicht vorschreiben, hey, du darfst nur Dislike klicken, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Warum? Das geht natürlich auch nicht. So, ich bin mal gefragt worden, mit welchem Texture-Pack ich spiele. Ich spiele hier mit einem 64x64 Texture-Pack,
Dr. Mr. irgendwas mit Sommer, Dr. Sommer, Mr. Sommer, ich weiß es leider nicht mehr auswendig. Habe mich ein bisschen durch die Texture Packs gewühlt, hat mir auf Anhieb eigentlich sehr gut gefallen. Hab aber mittlerweile schon mal angefangen, mich in die Materie einzuarbeiten, mir eine Software runterzuladen, mit der es ein bisschen leichter ist, Texture Packs zu bearbeiten, und habe vor, ein eigenes Texture Pack zu erstellen. Vermutlich wird es auch ein 64x64 Texture Pack werden. Kleiner will ich es nicht. Also mit weniger Pixel sehe ich schon mal gar nicht ein, weil, ja, wie soll ich sagen, es soll auch grafikmäßig wenigstens etwas gut ausschauen. Und wie soll ich eine Welt erstellen mit minimaler Pixelanzahl, wenn es mir persönlich dann nicht so gefällt? Dann macht das Spielen keinen Spaß, dann werden die Produktionen scheiße und dann habt ihr auch nichts davon. Und ich will das Ganze ja auch irgendwann mal auf einem bestimmten Niveau haben. Will hier ja auch irgendwann mal zumindest annähernd gute Let's Plays fabrizieren, und dafür muss mir das Ganze gefallen. Ist nicht so einfach, wie ich schon festgestellt habe. Habe mich immer mit Gras beschäftigt. Was war das andere, was ich gemacht habe? Erde hatte ich schon mal abgeändert. Stein hatte ich schon mal, also den Cleanstone hatte ich mal abgeändert. Mehr noch nicht. Kies, glaube ich, war es noch. Ich weiß nicht mehr genau. Weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, was ich, ach Schwachsinn, was ich gemacht hatte. Das war ja noch einfach. So, weg mit dir. Gut, wir brauchen als erstes mal ein kleines bisschen hier, wo wir uns einrichten können. Wo war man, baut man das Haus hin? Wurstel in der Zunge, hey, Knoten hier. Hier oben, aber dann, das will ich dann auch wieder nicht, wegen dem Sand. Den Sand kann ich ja gut gebrauchen. Da drüben, das wäre schön erhöht. Das ist gut, das gefällt mir. Da gehen wir rüber. Da drüben bauen wir unser Haus. Wie schon im ersten Let's Play, die ersten zwei, drei Folgen auch friedlich. Bis das Haus steht, bis das Bett steht. Wenn das steht und mir ein, zwei Steinwaffen gebaut haben, dann kann's losgehen. Aber vorher nicht. Nee, vorher stelle ich nicht auf einfach um. Ich will nicht am Anfang gleich fünfmal verrecken. Wo geht man hin? Nee, das gefällt mir hier noch nicht. Und gleich hingefallen. Aber wir stellen dann definitiv wieder um. Schauen wir mal, ob es dann wieder so eine lustige Niederlage gibt. Ob ich wieder so eine Mine finde. Es gefällt mir, das Spiel läuft so schön flüssig. Ich könnte meinen PC umarmen. Ich sag's euch, das ist so toll. Ja. Wollen wir da hier oben bauen? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ist zwar immer noch in der Eislandschaft. Oh, wenn ich jetzt wüsste, wo das Eis aufhört, ne? Das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Aber okay, wir können uns ja dann umsehen und woanders hinbauen. Aber fürs Erste sollte dieses Plateau hier reichen. Denke ich mal. Aber ist mal ein bisschen zu weit weg von den Bäumen. Jo. Ist mir ein Stückchen zu weit weg von den Bäumen. Ich will jetzt hier auch nicht wieder, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten damit verplempern, nur rumzurennen und einen Platz zu finden. Also keine Sorge. Ich entscheide mich gleich und ich habe meine Entscheidung getroffen. Hier kommt das Haus hin. Hier kommt das Haus hin, machen wir das hier noch weg. Verdammt. Wir könnten das Haus jetzt so ein bisschen mit der Erde machen, aber das glaube ich ist eine blöde Idee. Wir haben ja Holz. Machen wir wieder ein Holzhaus wie im ersten Let's Play. Diesmal schneller. Ach nee, hallo. Das ist nicht schön. Diesmal machen wir schneller.
Eigentlich bin ich ja doof. Ich habe doch schon die Workbench. Ich könnte mir doch eigentlich schon die mal hier hinsetzen und schon mal ein, zwei Werkzeuge bauen. Für was habe ich denn das Holz? Dafür brauche ich erst noch ein paar solche, gell? Genau. Dann geht das Ganze ja auch ein bisschen schneller voran. Mensch, da hätte ich auch dran denken können. Ihr seht, ich bin immer noch nicht routiniert genug. Ah, jetzt baue ich aber doch schon eine Weile. Aber gut. Solange es nicht so bleibt, ist es ja in Ordnung, denke ich zumindest. Ich packe mir jetzt noch mal ein. Und dann weg mit dem Zeug hier. Ja, und nochmal, hurra, 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 wir sammeln hier jede Menge Erde ein, juhu, Schneebälle, brauche ich Schneebälle? Nee, nicht wirklich, ich habe keinen Bock auf Schneeballschlacht, mir reicht der Schnee, den wir diesmal hatten, hatten zwar keinen, aber scheißkalt war's. Ach nee, na, solange der Schnee in Minecraft bleibt, soll es mir egal sein. Ich weiß nicht, wo ihr so sitzt und wie bei euch der Schnee war. Bei uns hier in Niederbayern, zumindest in dem Teil von Niederbayern, wo ich mich befinde, war eigentlich, naja, nicht gerade viel. Vielleicht mal 2 oder 3 Tage, wo etwas mehr Schnee war. Aber der war relativ schnell weg, beziehungsweise zwischendrin halt dann so eine Minischicht. Dafür war es scheißkalt, dass uns die Donau sogar so ein Stückchen zugefroren war. Aber gut, soll's kalt sein. So. Hier und ach nee, und wieder. Wieder den gleichen Fehler wie immer. Loch in den Boden buddeln, wo gar keins hin soll. Ja, ich muss schon sagen, ich finde das Texture Pack eigentlich voll toll. Also allein schon der Mond sieht eigentlich relativ gut aus, kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Aber schauen wir mal, wie mein eigenes wird. So, wir brauchen einen Grundriss für unser Häuschen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier mal das Holz und dann schauen wir mal, wie weit geht es hier. Dann würde ich sagen, fangen wir hier an, bauen hier eben mal diese Mauer hier auf. Wir bauen eine Mauer auf, sehr schön. Alles ein bisschen schneller hoffentlich wie beim letzten Mal. Versprechen kann ich's nicht. Ich bin da noch nicht die schnellste. Eine andere Maus sollte vielleicht auch noch irgendwann mal her. Aber gut, man kann nicht alles auf einmal haben. So. Und das hier und das hier. Wie groß machen wir es denn? Diesmal mache ich es definitiv größer wie beim letzten Mal. Ich habe keinen Bock, dass ich dann wieder nicht ins Bett gehen kann, weil da irgendwelche doofe Zombies irgendwo da draußen vorm Haus rumstehen, blöd reingucken und immer diese Meldung kommt, sie können nicht schlafen, weil irgendwelche Monster in der Nähe sind. Hallo? Ihr entscheidet selbst, wann ich schlafen gehe und wann nicht. Es geht ja mal gar nicht. Was bildet sich dieses Spiel hier manchmal ein? Frage ich mich wirklich. Sie dürfen da jetzt nicht schlafen. Was auch immer, was für eine Meldung das war. Kann es nicht auswendig. Ich kann es jetzt nicht irgend aus dem Stegreif zitieren, aber genervt hat es mich tierisch. Aber gut, Neuanfang hier. Da machen wir die Tür rein. So, genau. Der Grundriss steht. Perfekt. Dann können wir beginnen, hier die Mauern hochzuziehen. Ah, zurück, zurück, zurück. So. Wo ist die Taste? Hier ist die Taste. Hier machen wir eine Lücke. Und hier. Ich würde mich vielleicht viel leichter tun, wenn ich darauf gehen würde. Ich glaube, das geht leichter, ja? Sollte schon so sein. Hier nicht. Hier wieder. Soll ja ein bisschen noch was ausschauen. Und wieder runter da. Hier auch nicht. Hier, ja,
jetzt gehen mir die Bretter schon wieder aus. Ich muss jetzt gleich wieder Holz holen. Dann machen wir ein größeres Fenster rein. Dann machen wir das hier so. Hier so. Hier so. Holz haben wir sonst keines mehr. Dann würde ich sagen, stellen wir uns unsere Werkbank hier mal auf. Haben wir es denn hingepackt? Da haben wir sie. Bauen wir unsere Werkbank hier hin. Holen uns noch mehr Stickies. Vorsichtshalber nochmal eine Schaufel. Und wenn wir jetzt doch ein bisschen mehr Holz brauchen, definitiv noch eine zweite Hacke. Gut, das hätten wir. Einsammeln und raus hier. Und Holz holen. Hier brauchen wir dann noch eine Treppe. Auf alle Fälle geht das Ganze schon mal schneller voran wie beim letzten Mal. Hoffen wir, dass ich bald wieder ungefähr auf den Status bin wie in meinem ersten Let's Play. Dass ich da jetzt nicht lang rumeiern muss hier. Haus und bla bla blub. Ist auch nicht im Interesse der Zuschauer. Sonst ernte ich noch mehr Dislikes. Oh mein Gott. Ich bin ja so traurig, ja? Nee, ich meine, die werden schon ihre Gründe haben, wenn sie mir da so einen Daumen nach unten hin platzieren. Aus Jux und Tollerei werden sie es ja hoffentlich nicht machen. Hoffentlich, man weiß es ja nicht. Und dann noch darüber. Ich mache das jetzt gerade voll planlos. Und noch einen, noch einen, noch einen. Und ist noch einer? Nee, ist keiner mehr. Gut, dann brauche ich dich gar nicht. Dachte ich mir, ich lasse mir einen über, damit ich dann nicht immer einen drunter bauen muss, um ganz rauf zu kommen. Okay, und ich sollte mir definitiv mal abgewöhnen, das Laub nicht mit dem Werkzeug wegzumachen. Oder in diesem Fall die Nadeln. Genau. Genau deswegen habe ich dich stehen gelassen. So. Wie viel haben wir denn schon? 24? Na gut, bisschen was kann ruhig noch kommen. Gehen wir noch mal darüber. Schauen wir mal, ob da ein paar Setzlinge oder irgendwas fallen gelassen worden sind. Schaut nicht so aus. Gut, machen wir die zwei da weg. Ist ja wurscht, oder drei. Unsere wertvolle Axt. Nur für das Laub vergeudet. Oh mein Gott. Bin schon wieder besitzergreifend, ne? Mein Gott. Eieiei. Wer sagt denn, dass es mein Gott ist? Also wirklich, Julchen, schäm dich. Schäm dich. Schäm dich, schäm dich, schäm dich. Sitz dich in die Ecke und schäm dich. Nochmal. Hey, das ist jetzt nicht lustig. Vorsichtshalber zwei. Ich trau dem Baum nicht. Ach, schade. Wäre jetzt lustig gewesen, wenn ich es wirklich gebraucht hätte. Okay. Und weg mit dir. Und du auch? So. Dann gehen wir jetzt zurück zu unserem neuen Häuschen. Das sollte. Wo ist es denn gleich nochmal? Da ist es. Orientierung lässt grüßen. Orientierung lässt grüßen. Ich will eigentlich gar nicht in der Schneelandschaft bauen. Och Mensch. Wie ärgerlich. Ach Gott. Nee, das ist ja Wurst. Ist ja voll egal hier. So, die da rein. Und Jack. Ach, das eine da. So, dann gehen wir da noch rauf. Und dann gehen wir da noch rauf. Und dann hauen wir hier das hin. So, und hier. Und hier. Mal können wir eigentlich gleich beide reinmachen, ne? Eigentlich schon. Wären wir schneller. Ja, so sind wir nicht schneller, Julchen. Ah. So. Nee, jetzt macht mir das Spielen auch wieder Spaß, weil ich nicht mehr das im Hintergrund habe. Da hast du zwei Folgen versemmelt und jetzt dann eben nochmal mehr als zwei. Macht ja doch keinen Spaß hier.
will euch ja auch irgendwo zufriedenstellen. Ja, supi. Och, Menno. Nicht runterfallen hier. Machen wir es halt von der anderen Seite. Machen wir es halt von der anderen Seite und rauf hier. Wenn's du von dieser Seite nicht willst. Wieder zu doof waren, die Umschalttaste zu drücken, dass wir nicht runterfallen. Ja. Hier. Hier. Hier und hier. Und hier. Warum habe ich eigentlich noch kein so ein Standardwörtchen beim Hinbauen und Wegbauen, so wie tap tap und zack zack und weiß der Geier, was es da alles gibt. Muss ich mir noch aneignen. Hihi, so ein Markenzeichen. Nee, Schwachsinn. So, und hier nochmal. Sind wir gleich rundum hier. Ja, das war ja so klar. Was ärgert mich jetzt eigentlich hier? So. Die Miezekatzen schimpfen immer noch. Diesmal ist es die andere. Sind zwar bloß zwei, aber trotzdem nerven sie für fünf. Ah, ich habe die Taste noch immer gedrückt jetzt. Deswegen nicht, dass ich doch noch runterfall. Ja, ich habe sie doch gedrückt gehalten. Das geht ja mal gar nicht hier. Was habe ich denn da produziert? Julchen, ich glaube, da sollte gar nichts hin. Ah, jetzt noch. Da hast du jetzt einen Schmarrn gemacht. Hier noch? Hier noch. Ja. Interessante Ingenieurskunst, die ich hier habe. Ohne Scheiß. So, sieht diesmal ein bisschen anders aus wie beim letzten Mal. Muss ja nicht immer gleich aussehen. So, das war's dann mal fürs erste. Grundriss steht. Braucht man ja nur noch unser Dach. Ja, perfekt. Wie wir unser Dach machen? Das ist eine gute Idee, aber das entscheiden wir beim nächsten Mal. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wünscht mir gutes Gelingen, dass es diesmal alles geklappt hat, aber ich denke mal, dass die Soundspur diesmal drauf sein wird. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!